Bei den Burgundern wird es 2014 etwas kräftiger. Gerade die weißen, grauen Burgunder sind in diesem Jahr sehr schön, schmelzig, interessant geworden. Weißburgunder natürlich ein eleganterer Typ. Sehr schöner Essensbegleiter, auch ein Wein, der sehr viel Spaß macht, der allerdings schon etwas mehr Fülle mitbringt. Also schon ein etwas kräftigerer Terrassenwein, aber auch sehr zufriedenstellend.